Servus, liebe Haching-Fans, herzlich willkommen zur zweiten Folge Haching TV nach der Winterpause. Die Mannschaft ist wieder im Training und da gibt es natürlich heute auch den ein oder anderen Eindruck dann für euch mal von der Vorbereitung auf die Rückrunde. Jetzt haben wir letzte Woche das Problem gehabt, Max Dombrovka ist einfach nicht zum Training erschienen, dann haben wir ein bisschen nachspioniert und wo haben wir ihn gefunden? Ja, beim Praktikum in der Bank. Hat ja alles seinen Sinn, war ja eine gute Sache, aber jetzt ist heute so, es ist kurz vor knapp, das Training beginnt gleich, kurz vor drei ist es und Thomas Steinherr ist nicht da, also schon wieder ein Spieler, der hier einfach nicht auftaucht. Jetzt haben wir gedacht, wir können einfach jetzt nicht wieder in die Stadt reinfahren und schauen, ob wir ihn irgendwo finden, deswegen hoffen wir mal, dass er vielleicht auftaucht. Und wie der Zufall will, da ist er auch schon. Thomas, grüße dich. Es ist bei Training, gell? Du bist zu spät. Das ist richtig, ich komme gerade von der Arbeit und ein bisschen im Stress, hab keine Uhr, deswegen... Du hast keine Uhr. Nein, tatsächlich nicht, siehst du. Nichts. Ja, weil der Herr macht ja auch Ausbildung, genauso, also beziehungsweise bei Max ist es ja ein Praktikum gewesen in der Bank, da waren wir ja letzte Woche. Mhm. Ja, und ihn haben wir ja auch schon besucht in der Arbeit, aber es ist natürlich eine absolute Schande, dass du keine Uhr hast, wo du doch eigentlich so ein Fan von so dicken, scheinenden Uhren bist. Ja? Das ist richtig, aber mein letztes ist kaputt gegangen und deswegen aktuell ja, gibt es Wichtigeres als eine Uhr. Aber jetzt schau mal, was ich hier habe, Thomas, schau mal. Boah! Das ist brutal, oder? Sensationell. Ist genau dein Ding, oder? Ja, ist genau mein Ding. Zeig mal in die Kamera diese geile Uhr. Die haben wir von markenuhren.de. Das ist ein neuer Sponsor von der Spielvereinigung Unterhaching. Läuft alles einwandfrei, ist wirklich eine super Sache. Ihr geht's da einfach mal auf die Internetseite, da gibt es nämlich Markenuhren, teilweise 60-70% reduziert. Und für dich ist es 100% reduziert, was sagst du? Das ist natürlich überragend und sie gefällt mir sehr gut. Und ja, eine tolle Sache auf jeden Fall. Eine tolle Sache. Da kommst du nie wieder zu spät zum Training. Wieder, auf jeden Fall, immer pünktlich jetzt. Und jetzt kommt die schlechte Nachricht, du darfst sie nicht behalten. Ja, ich krieg sie doch nicht. Gib sie mir wieder, gib mir die Uhr wieder her. Aber du wirst sicherlich auch sagen, dass es eine gute Sache ist, wenn die eine von unseren Fans bekommt, oder? Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich kann mir mal später irgendwann eine holen und für die Fans ist es vielleicht eine tolle Sache, so eine schöne Uhr zu haben und ich denke, das wird auf jeden Fall ja, ein tolles Geschenk sein. Mit Sicherheit. Also wenn ihr die Uhr haben wollt hier von markenuhren.de, dann einfach unter den Facebook-Artikel oder unter das YouTube-Video einen Kommentar schreiben und wir ja, losen das dann aus. Der glückliche Gewinner wird selbstverständlich zeitnah benachrichtigt und dem gehört dann diese Wahnsinnsuhr. markenuhren.de, einfach mal draufschauen. Thomas, ab zum Training. Sofort. Mach mal. Die Jungs haben Vorbereitung auf die Rückrunde und wir schauen jetzt mal, wie es da so abgeht. Training läuft bei der Spielvereinigung Unterhaching. Da hinten gibt es die Ansprache von Trainer Klaus Schromm, also mitten in der Vorbereitung unsere Mannschaft auf die Rückrunde jetzt in der Regionalliga Bayern. Und jetzt gibt es ein paar Bilder für euch vom Trainingsbetrieb und auch von den letzten Tagen, von den letzten Wochen. Die Jungs sind ja schon seit Mitte Januar wieder unterwegs, um sich vorzubereiten, dann auf die Relegationsspiele hoffentlich. Und wir schauen mal rein, wie das so war in den letzten Wochen. So, das waren jetzt ein paar Bilder vom Training und jetzt hole ich mir mal den Thomas Stein her, denn jetzt gibt es eine Überraschung. Thomas, komm mal her. Ich muss gerade das Tor tragen, aber da müssen die Kollegen jetzt gerade alleine. Jetzt musstest du gehen, ist natürlich klar, ich habe gerufen, du kommst, aber deine Kollegen haben Probleme gerade mit dem Tor, glaube ich, gell? Ja, aber alles gut, kriegen die hin. Kriegen die hin, sehr gut. Ich habe eine Überraschung für dich. Bin ich gespannt. Ich habe ja vorher gesagt... Die Uhr geht an unsere Fans. Ja. Und die Uhr geht auch an unsere Fans. Also ihr kriegt auf jeden Fall eine nach wie vor. Schreibt einfach einen Kommentar, dann könnt ihr eine gewinnen. Aber weil unser Sponsor markenuhren.de so toll ist, hat er noch eine zweite rausgerückt. Das heißt, du kriegst auch eine goldene Uhr. Wahnsinn. Stark, oder? Ich finde, das passt auch perfekt von der Größe her zu mir. Ja, also, große Uhr für einen kleinen Mann. Ich mag die große Uhren, von daher ist echt super Sache und freue mich sehr darüber. Sehr schön. Jetzt beim Training kannst du wahrscheinlich nicht hintun. Weiß ich nicht, dann geht's ja kaputt, oder? Ich nehme sie dabei. Ja, das ist sehr lieb von dir, das ist sehr lieb von dir. Danke. Aber es ist auf jeden Fall deine. Sehr lieb. Danke. Thomas Steine hat so eine und ihr könnt auch so eine haben. Also wie gesagt, einfach kommentieren unter den Facebook-Artikel oder unter das YouTube-Video. Thomas, danke dir, geh trainieren. Danke mich und tschüss. Tschüss.
Und ja, wir warten jetzt ab, bis das Training vorbei ist und dann treffen wir unseren Trainer in der Trainerkabine. So, Training ist vorbei, jetzt sind wir hier mit unserem Coach Klaus Schromm. Grüß dich. Hallo, servus. Alles gepasst heute? War wie gewohnt in Ordnung, ja. Insgesamt zur Vorbereitung, wie ist es gelaufen bisher? Bist du zufrieden? Ja, absolut zufrieden. Leider, Jimmy Müller muss operiert werden am Kniegelenk und beim Chicken, bei Maximilian Hähn wissen wir nicht ganz genau. Da versuchen wir es nochmal ein paar Wochen konservativ, ob eine OP dann noch notwendig ist oder nicht, werden wir sehen. Aber der Seppi hat jetzt am Freitag sein erstes volles Mannschaftstraining absolviert. Das geht auch in die richtige Richtung. Hoffen wir, dass er dann im Trainingslager voll dabei ist. Aber wie gesagt, die Pause war ja auch wirklich lange. Aber nach der fünfwöchigen Pause haben die Jungs ein sehr gutes Comeback abgeliefert. Sind da auch einige da geblieben, ne? Und haben öfters mal hier auch trainiert, so wie ich das gehört habe? Teilweise zu oft, wie erwünscht. Der Gedanke ist schon, dass man auch ein bisschen Abstand gewinnt. Ich glaube vor allen Dingen der Kiwi, Stefan Marinovic, ist ziemlich motiviert. Ne? Der hat ein großes Jahr vor sich, auch mit dem Confed Cup mit Neuseeland. Der war die ganze Zeit da, oder? Wenn er im Lande war, war er auch mal da, ja, lass es mal so stehen, aber nicht nur er, sondern andere auch und weil dieser Gedanke war, dass sie schon mal Abstand gewinnen, auch von der Räumlichkeit hier, aber die Jungs sind da, nehmen den einfachen Weg und nehmen dann die Wäsche, die da liegt, her und brauchen nicht waschen und treffen sich und haben Spaß mit, dann ist auch okay. Ja klar, voll okay. Also ich wollte auch nachfragen wegen den Verletzten, Jimmy Müller hast du gesagt, dann unser Ersatztorwart auch angeschlagen, ansonsten alle an Bord jetzt wieder? Ja, beim Matsche, bei Marco Rosenzweig ist die OP, die jetzt halt ein bisschen vorverlegt worden ist auf Mitte Januar, sehr, sehr gut verlaufen. Der darf sogar schon wieder in der maximalen Streckung zwar aber schon teilbelasten. Da sind wir ganz zufrieden, aber das dauert, wie wir ja schon wussten, noch das ein oder andere Monat. Also den werden wir heuer nicht mehr im Wettkampf sehen am Matsche leider. Hoffe dann wieder dann in Zukunft über die Saison hinaus wieder. Aber ansonsten sind wir eigentlich ganz gut drauf. Thomas Steiner hat noch hier Handverletzungen, hat die Schiene noch dran, darf aber mit Schiene spielen, hat er mir erzählt. Ja, ebenso wie der Maxi Bauer mit den Handgelenken haben wir es gerade ein bisschen, aber besser mit den Handgelenken wie mit den Fußgelenken. Allerdings, da hast du recht. Jetzt geht es in zwei Wochen geht's ins Trainingslager, knapp zwei Wochen nach Alicante in Spanien. Was erwartest du dir von dem Trainingslager? Ja, das ist für uns natürlich alles das absolute Highlight. Die Wintervorbereitung dauert sechs Wochen. Wir sind jetzt drei Wochen hier, sind jetzt in der dritten Woche und fahren dann eben nach Oliva, eben zwischen Alicante und Valencia gelegen, genau mittendrin. Da haben wir natürlich optimale Bedingungen. Wir haben einen eigenen Platz für uns, exklusiv die ganze Woche, können dann auch trainieren, Uhrzeit, wie lange und wie oft, wie wir auch dann immer glauben. Da werden wir dann wieder, es ist immer schwierig im Wintertrainingslager dann einen Schwerpunkt auf die taktischen Feinheiten zu legen, weil es die äußeren Bedingungen oft nicht zulassen, Temperatur eben, und dahingehend sind wir da optimal aufgestellt und man sieht es jetzt schon in den Spielen, dass der Wille da ist und dass die Motivation da ist, dass es an den Feinheiten aber wieder mal fehlt und da können wir dann wirklich dran schleifen. Und auch in den Spielen dann schon am Freitag ist Testspiel gegen die FC Bayern Amateure. 14 Uhr Nachmittag ist es gerade angesetzt. Ihr wisst, es kann sich immer kurzfristig noch ändern bei solchen Testspielen. Also schaut vielleicht mal ins Internet, bevor ihr euch um 14 Uhr auf zum Grünwalder Stadion macht. Vielleicht ändert sich ja noch was an der Zeit oder am Ort. Egal wo gespielt wird und wann gespielt wird, wir sind auf jeden Fall mit dabei. Und die nächste Folge Haching TV, da gibt es dann die Eindrücke vom Testspiel gegen die Bayern Amateure. Danke Klaus, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.